Zahlenspiele mit Ludovico. Mathe-Spiele mit Fun-Faktor und Wiederspielreiz, Brett- und Kartenspiele zur Förderung des Zahlenverständnisses und zur Festigung der Grundrechnungsarten. Wir stellen euch ausgewählte Brett- und Kartenspiele vor, passend zur Altersgruppe im Vorschul- und Volksschulalter, also im Zahlenraum von 1 bis 10. Auch für Jugendliche sind empfehlenswerte Spiele dabei. Wir möchten euch mit den Spielen eine Alternative zum klassischen Mathematikunterricht bieten, beziehungsweise eine Möglichkeit zur Festigung des Lerninhalts, die auch im Familien- und Freundeskreis Spaß macht. Nun wollen wir euch das Spiel Zahlen Zickzack von Parker vorstellen. Es ist für 2 bis 6 Spielende, dauert ca. 20 Minuten und sie empfehlen ein Spieleinstiegsalter ab 7 Jahren. Wir haben hier schon den Spielplan aufgebaut. Da wir nur zu zweit sind, fangen wir als höchste Zahl mit der 22 an. Normalerweise geht es bis 25. Deswegen legen wir auch die 22 hier sozusagen auf die Abwärtsstapel, damit wir eben hier abwärts spielen können. Die Karten werden gleichmäßig verteilt. Wir machen das jetzt ein bisschen nach Zufallsprinzip. Gewonnen hat von uns, wer zuerst keine Karten mehr hat. Wir ziehen 4 Karten auf die Hand und decken unsere oberste Karte auf. Das ist unser persönlicher Ablagestapel. Nun, wenn ich an der Reihe bin, darf ich versuchen, möglichst viele Karten loszuwerden. Wie darf ich anlegen? Ich darf beim gegnerischen Ablagestapel anlegen, und zwar entweder eine Karte plus, das heißt auf 17, oder eins minus als 15. Ich kann hierbei abwärts anlegen, aber immer nur genau minus 1, das heißt hier müsste ich jetzt eine 21 herlegen, oder hierbei aufwärts dürfte ich mit einer 1 starten und dann darf ich auch immer nur plus 1 legen. Bei meinem eigenen Stapel kann ich auch plus oder minus 1 legen. Sollte ich gar nicht können, lege ich eine beliebige Karte her, ziehe dann immer wieder nach und mein Spielzug ist zu Ende. Ich beginne jetzt einfach und habe das Glück, dass ich hier eine 3 anlegen kann. Dann darf ich gleich nachziehen und darf weiterspielen. Jetzt passt eine 2, eine 21, 20, 21. Nun kann ich leider nichts mehr legen, das heißt, ich lege auf meinen Ablagestapel die 13, ziehe noch einmal nach und Karin ist an der Reihe. Gut, dann beginne ich und kann eigentlich nirgends etwas anlegen und werde nur eine Karte ablegen, die 4, und ziehe eine nach. Die hilft mir überhaupt nichts und meine gelegte hilft mir auch nichts, das heißt, ich lege die 7 und ziehe nach. Das ist schon besser für mich. Jetzt kann ich eine 6 auf deine 7 legen, nachziehen, eine 5. Ich will da nicht so viele Karten. Ich schenke gerne. Und dann bekommst du noch die 4 von mir. Und dann hätte ich hier eine 19 für diesen Stapel. Und da habe ich auch noch eine 18. Und somit ist nun mein Zug vorbei. Ich lege nur noch eine Karte ab und das ist die 2. Okay, da kann ich super spielen, mal mit 17 und auch mit 16. Mit 1 kann ich diesen Aufwärtsstapel endlich starten und mit 1 kann ich auch den anderen Aufwärtsstapel starten. Mit 2 spiele ich hier weiter. Und dann lege ich bei mir die 19 an. Sollte mein Aufnahmestapel aufgebraucht sein, drehe ich einfach meinen Ablagestapel wieder um und nehme das neue Nachziehstapel. Das heißt, alle Karten, die ich hier anlege, muss ich trotzdem noch loswerden, denn das Spiel habe ich erst gewonnen, wenn ich wirklich die Handkarten und meine Nachziehkarten sozusagen losgeworden bin. Ich spiele noch einen Zug. Und also ich darf noch einmal ziehen. Dann ich kann von diesem Stapel eben auch in die Mitte legen, von meinem Ablagestapel lege hier die 2 hin. Mhm. Und damit ist, glaube ich, mein Zug schon wieder vorüber. Ich lege noch die 11 ab, okay, und ziehe eine Karte. Ich glaube, ihr wisst, wie es funktioniert.
Wir haben uns dieses Spiel deshalb ausgesucht, weil es einfach sehr stark um das Zahlenverständnis geht. Das heißt, ich muss genau wissen, welches sind die Nachbarzahlen. Wenn ich zum Beispiel jetzt die 16 habe, die Nachbarzahl minus ist 15 oder halt bergauf ist die 17. Und ich muss den ganzen Überblick bewahren. Wenn mehrere Mitspieler dabei sind, muss ich einfach wirklich auf alle Ablagestapel schauen, überlegen, wo lege ich am besten meine Karte an, damit ich einfach die Karten gut loswerde. Ich muss hier in der Mitte mitdenken, ich muss meine oberste Karte mitdenken. Das heißt, es geht sehr stark um diesen Überblick im Zahlenbereich und eben auch um das Zahlenverständnis. Also wirklich gut eben für Kinder ab 7 Jahren, 1. Klasse Volksschule, wo sie diese Nachbarzahlen lernen und einfach diesen Überblick, wir haben Zahlenraum 1 bis 20, also hier haben wir eben 1 bis 25. Man könnte jetzt theoretisch eben auch mit Zahlenraum nur zum Beispiel 1 bis 15 spielen und alle anderen Karten noch aussortieren. Dann dauert es auch weniger lang. Das war unser Spiel Zahlen-Zick-Zack von Parker Hasbro.